Servus und hallo zu einer weiteren Episode Felix Teste Bikes. Wieder mit Andreas. Hi, schön, dass du da bist. Ja, danke Felix. Und wir sprechen jetzt im zweiten Teil über Neuheiten, also was von dir Neues jetzt kommt, gerade im Herbst. Und ein Bike, auf das ich mich ja schon echt extrem freue, ist direkt vor uns. Ich bin es noch nicht gefahren, aber du hast beim letzten Mal, als wir den Test von den anderen Falkenjagd-Bikes gemacht haben, ja schon erwähnt, dass du an einem Trail-Gravel-Rad arbeitest. Ja. Und das sieht nach einem Trail-Gravel-Rad aus, oder? Das sieht nicht nur so aus, das ist auch eins, genau. Und was es eben differenziert von den anderen Gravel-Rädern und was es eben ausmacht, das sage ich dir gleich. Da bin ich mal mega gespannt. Ja. Ich kann ganz kurz meinen ersten Eindruck schildern. Das sieht wirklich auch total nach Reifenfreiheit aus. Das sieht nach Agilität aus. Und also ich weiß nicht warum, aber es strahlt irgendwie für mich total viel Spaß aus. Mhm. Ich glaube, es ist auch vielleicht wegen dem kurzen Vorbau, weil ich das auch selber sehr gerne mag und sehr schön finde. Und dein Lenker mit dem Rise und dem, ja, es passt irgendwie. Also erzähl mal, wie ist es zu dem Rad gekommen? Da hast du schon sehr viele Sachen angesprochen, Felix. Genau, die werde ich dir gleich näher erläutern. Jetzt ist es natürlich so, wir hatten ja im ersten Teil ja die Frage der Existenzberechtigung von so einem maschinellen Rahmen, der ja kaum noch eigene Handwerkskunst hat, also nur noch partiell, weil das meiste macht ja die Maschine. Aber der Reiz dieses Rahmens ist natürlich der, dass es erstens ein absolut problemlos im Rahmen ist, was die Züge anbelangt. Denn du kannst hier jederzeit alles tauschen, Lager tauschen, du kannst hier Vorbauten tauschen, du kannst Vorbauten positiv und negativ drehen und bist in jeglicher Hinsicht flexibel. Dann hast du es natürlich auch so, dass die Leitungen, die laufen zwar innen, ich selber bin ja eigentlich ein Freund noch von komplett außenliegenden Leitungen, weil sie auch nicht schlechte, also das ist halt wartungsärmer, also du kannst sie jederzeit austauschen und musst dann hier nicht viel machen. Andererseits ist jetzt hier bei diesem Trail Gravel... Warum glaubst du, gibt es den Trend eigentlich, dass die integriert werden immer mehr? Na, immer mehr Optik, Eitelkeit. 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 Weil die Funktion, ich meine, ist es von der Aerodynamik spürbar? Na, kannst vergessen. Also das... Also brauchst nicht mit Aerodynamik beim Gravel anfangen, in dem Moment, wo einer meint, sich vorne die Lenkertasche quer in den Wind zu hängen. Genau. Ja, also, um mit offenem Flanellhemd. Um mit offenem Flanellhemd zu fahren. Ja. Was ja maximal cool ist, aber dann bitte nicht hier mit Aerodynamik. Aber es ist einfach, um es ein bisschen schöner zu machen. Natürlich ist es schon so, dass das Auge immer mitfährt, gerade in einer bestimmten Preisklasse. Ja. Außen ist natürlich maximal wartungsarm. Du kannst es jederzeit tauschen. Und hier ist es ja auch so, den Zug kann man jederzeit tauschen. Ja. Aber wenn ich mal den Bodenzug, den Außenzug tauschen wollen würde, dann käme ich jetzt hier, weil er komplett innen geführt ist. Er geht jetzt auch nicht hier sozusagen, wie es viele machen, aus dem Tretlager wieder raus und dann unten wieder rein, sondern der ist ja tatsächlich bis hinten im Ausfallende durchgeführt. Durch die Kettenstrebe sogar. Komplett durch die Kettenstrebe, kommt erst hinten durchs Ausfallende wieder raus. Ja, das ist ja schon schön. Und da kannst du zumindest den Innenzug tauschen, aber den Außenzug, da müsste auch Innenlage und Kurbel raus. Ja. Ja. Bei der Hydraulikleitung sowieso, aber die Hydraulikleitung muss ja nicht getauscht werden. Und bei der Gabel ist es so, der Zug ist auch innen geführt, aber eben nicht durch Steuerrohr. Also auch hier kannst du die Einheit abmachen und du siehst, wie viel Zug du hier sozusagen frei zur Verfügung hast. Aber um heißt den Lenker. Das, du gehst dann auch bei den, sorry, dass ich unterbrochen habe. Kein Problem. Gehst du dann bei dem 3D-gedruckten Trail Gravel auch den gleichen Weg wie bei dem R? Sonst ist da nicht ausreichend Differenzierung also deswegen, zu dem hier gegeben. Deswegen dann auch 3D-gedruckt, um den Unterschied klar erkennbar zu machen. Von, um die Züge auch komplett innen zu legen. Ja. Ja. Was für mich wiederum auch ein Punkt für das 3D-gedruckte wäre. Also ich finde es auch total schön, wenn man die Züge nicht unbedingt sieht. Vom Brakeless, vom BMX-Fahren noch. Ja. Was überhaupt nichts mit Gravel zu tun hat, aber die, also der optische Gedanke, das finde ich dann auch wiederum schön. Aber da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das Klassische eher wieder bevorzugen, dass sie die Züge sehen wollen und auch das Wartungsarme bevorzugen. Deswegen gibt es da diese zwei... Deswegen gibt es ja diese zwei Ausprägungen und vielleicht sind diese zwei Ausprägungen dann auch jeweils die Existenzberechtigung diesen Rahmens und der R-Serie. Ja. Deswegen will ich auch nicht sagen, das ist der Neue oder der Nachfolger, weil es definitiv nicht der Nachfolger sein wird. Ja. Es wird eine Reihe parallel neben der stehend sein. Du willst weiterhin beides zwingend anbieten. Zwingend. Ja. Also das hier auch nochmal, wenn sich das ein bisschen konventionell
traditionalistisch, jetzt negativ vielleicht, nicht negativ gemeint, aber vielleicht hört es ein bisschen negativ an, ausgelegt ist, dann hat das definitiv seine Existenzberechtigung, weil einfach die Fertigung hier sehr gut kontrollierbar ist. Die Schweißnähte, eben diese Handarbeitskunst, sehr viele Kunden ja auch erlieben und die gute Verarbeitung der Rahmen und eben diese Handwerkskunst, die maschinellen eher in den Vordergrund stellen und auch ein bisschen das Reduzierte in der Optik, weil natürlich so ein Steuerrohr schon massiv voluminös ist, was das jetzt hier nicht ist. Und viele lieben halt so ein bisschen auch diese klassischere Optik. Und ja, oder was mir jetzt auch zum Beispiel als Laie auffällt, wie sauber die Schweißnähte gearbeitet sind. Das spricht ja auch für die Qualität deiner Rahmen, dass da jetzt nicht der Azubi schweißt, sondern wahrscheinlich der, der es kann. Das ist jemand, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Kennst du den? Ja, klar kenne ich die Leute. Echt? Ja. Ja, krass. Es macht ein Typ, der... Das sind zwei Leute, Wo machst du das? Oder die werden alle in Asien gefertigt. Ja. Und du kennst die Schweißer? Ja, ich bin ja regelmäßig dort auch, Minimum zwei, dreimal im Jahr. Ja. Jetzt letztes Jahr jetzt nicht, wegen Covid, aber jetzt sobald die Sache sich wieder ein bisschen ändert, bin ich wieder unten. Ja, also es ist jetzt nicht so eine anonyme Beziehung, dass du sagst, nein. Schön. Auf gar keinen Fall. Toll. Okay, also spannend. Also wichtig ist es ja auch deswegen, diese Schweißnähte auch zu sehen, ist, dass man sieht, dass die Schuppungen gleichmäßig sind. Wenn die Schuppungen gleichmäßig sind, ist es ein Indiz dafür, dass die Hitzeeinleitung gleichmäßig war und der Rahmen keinen Verzug aufweist oder irgendwo eine Schwächung aufweist, dadurch, dass da noch schon quasi reingeschweißt ist, dass die maximale Stabilität da ist. Und das geht eben über quasi die Gleichmäßigkeit der Schuppung. Weil dadurch sieht man, dass die Verbindung maximal präzise nicht nur maximal präzise und gleichmäßig aufgetragen ist, sondern eben auch von der Haltbarkeit der gesamten Schweißner drumherum eine Einheit zu den Nachbarnrohren wird. Außer, und es sieht auch schön aus, finde ich. Also das ist so ein Nebenaspekt. Aber lass uns doch mal vielleicht drüber sprechen. Ist das Rad jetzt neu? Gab es das davor schon? Gab's also die Geometrie? Das gab es davor schon als Stahlausführung. Du vielleicht kennst du noch diese bunte Hawaii Gravel. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist sozusagen das Rad dazu. Und mit den Fehlern, die das Hawaii hatte, am Anfang im Prototyp wohlgemerkt, nicht in der Serie, habe ich hier gleich sozusagen auf die finale Version aufsetzen können. Also das ist die Nummer 1 und die Nummer 1 ist gleich Serienrad geworden, weil alles funktioniert und alles gepasst hat. Ist das oft so bei dir? Also ich sag's mal so, immer öfters, weil am Anfang war es noch nicht so häufig. Aber, aber sag doch mal, was für Fehler bei dem anderen Prototypen aufgefallen sind, die du jetzt nicht mehr wiederholt hast. Genau. Also Fehler Nummer 1, also wo kommen die Fehler immer zustande? Immer da, wo Knotenpunkte sind, da, wo viele Bauteile zusammenkommen. Ja. Das ist ganz klassischerweise zwischen Kurbel und Kettenstrebe und Reifen. Da habe ich die Kettenstrebe doch zu tief runtergezogen, weil ich dachte, ich brauche mehr Kurbelfreiheit. Die war dann so tief unten, dass bei den kleineren Ketten die Kette von unten gegen die Kettenstrebe geschlagen hat. Das war natürlich sehr ungünstig. Also bei dem Rad war das noch so. Das ist der Prototyp. Und da siehst du auch, dass die Kette dann zu nah lang läuft. Und dann genau. Und wenn du dir diese Strebe anschaust, dann wirst du feststellen, dass die Aussparung wesentlich geringer ausfällt. Dann hatte ich das Problem, dass ich hinten ein Ausfallende genommen habe, was nicht kompatibel war mit der EK. Die EK-Gruppe, die kannst du ja, oder die EK, das EK-Schaltwerk kannst du ja nach hinten wegziehen. Und um es nach hinten wegziehen zu können, ist quasi das Schaltwerk hinten ans Ausfallende, an das Schaltauge angestoßen. Das heißt, ich musste beim Prototypen das Schaltauge noch schleifen. Ach, okay. Und jetzt haben wir hier ein neues Schaltauge gezeichnet. Aber es würde auch mit einer anderen Schaltgruppe gehen, oder? Das geht mit jeder Schaltgruppe, aber eben auch mit der EK. Ja. Und bei vielen geht das mit der EK nicht, weil wenn ich das hier jetzt wegklappe, dann muss ich hinten sehr weit raus. Ah ja, klar. Und dieses sehr weit raus ging nicht. Ja. Dann musste ich hinten das wegschleifen. Ja, ja. Also wenn wir uns hier den Prototypen anschauen, da war das noch so, dass ich hier hinten geschliffen habe, damit es eben
krass. Was war noch? Also was hast du noch? Ja, was ist noch schief gelaufen? Also Ausfallende ist schief gelaufen, Kettenstrebe vorne ist schief gelaufen, dann auf der linken Seite die Bremsaufnahme hat nicht ganz gepasst mit der Sattelstrebe. Ja. Prototypen baut man ja idealerweise in der kleinsten Rahmengröße, wo alles quasi am engsten... Ist die schwierigste, ja. Ah ja, aha. Wenigstens Bauraum. Das ist auch interessant. Ja, und dann ist die Sattelstrebe ganz leicht. Das ist Bremssattel. Nochmal zur kleinsten. Was ist die kleinste, die du anbietest? Small S, ja. Ja. Für wie, welche Körpergröße? Bis so 1,65 Meter. Ja. Schon sehr klein, ja. Ja. Parapera geht sogar noch kleiner runter bis 1,60 Meter. Ja. Ah, ey, extra wenn du small. Zuschaust, meine Schwester. Ja. Ja, gut. Genau. 1,60 Meter, ja, super. Mhm. Aber hier so, genau, 1,65 Meter. Ja. Und obwohl wir ja die 3D-Zeichnungen haben von allen Körpern, die angebaut werden, das ist wieder Theorie und Praxis, zeigt sich dann in der Praxis, dass irgendwie, ja, wenn Toleranzen zusammenkommen, dann doch Konflikte entstehen können. Das ist total können. Interessant. Ich glaube, wir sollten mal ein eigenes Video machen zu Prototypen auch. Ja, und so, ja. Ja, was eigentlich davor noch entsteht, was zwischen Zeichnung kann. Und Serie. Genau. Ja. Und da ist beispielsweise die Sattelstrebe eben an dem Bremssattel und deswegen hat die neue Serie jetzt hier in der S-Größe die Kurve beispielsweise drinnen. Mhm. Und ja, das waren dann so Sachen. Dann war es natürlich eine Grundsatzüberlegung, ob dieses Rad Ösen haben soll. Mhm. Du magst oben. Ja, keine Ösen. Nee, um Gottes Willen. Aber es hat jetzt schon sehr viele Ösen. Ja, das hat jetzt für meine Verhältnisse hat es viele Ösen, ja. Aber genau. Aber ich habe halt diese ganzen Bikepacking-Ösen weggelassen, weil ich ja eigentlich nicht so sehr auf dieses Thema, also das ist eine persönliche Sache, Bikepacking steht, weil wir eben aus dem Reiserad kommend mit Gepäckträgern groß geworden sind, auch wenn sich das jetzt noch so langweilig anhört. Ja, also du bist ja Bikepacker schon, da hieß es noch Reiserad. Ja. Kennen viele vielleicht gar nicht mehr. Ja. Ja, wir sind halt mit Gepäckträgern groß geworden. Aber würdest du jetzt das lieber mit Gepäckträgern ausstatten als mit klassischen Taschen? Also, ja, klar. Also für mich ist es wichtig, Schwerpunkt nach unten. Ja. Schwerpunkt nach unten, keine Arschrakete, kein Dingsbums, oben, auch hier keine Taschen, die mir dann nur den Flaschenhalter hier voll machen, dass ich dann den Flaschenhalter seitlich ranmachen muss. Ja. Also auch hier wieder braucht keiner mit Aerodynamik anfangen, wenn du hier links und rechts an der Gabelscheide da seitlich die Sachen dran hast. Ich würde da auch grundsätzlich vorne, weil es die Lenkung beeinflusst, auf Gepäck verzichten. Wenn man aber so viel Gepäck dabei hat, würde ich auch mit dem Lowrider, also mit dem Gepäckträger, wie der Name schon sagt, wo der Schwerpunkt sehr tief ist, arbeiten. Gleichermaßen hinten auch beim Gepäckträger arbeiten. Man muss ja jetzt nicht die ganz breiten Ortlieb-Taschen nehmen und die Taschen sind ja ohnehin hinter den Schenkeln. Also insofern sind die Gepäckträger gar nicht mal so. Und bietest du dann für das Rad auch das ganze Zeug an? Also Gepäckträger? Ja. Wir machen ja eigene Gepäckträger für unsere Rahmen, eigene Lowrider für unsere Rahmen. Passen die dann nur für die Rahmen oder würden die auch für andere Rahmen? Die würden auch passen, nur ich kann sie momentan nicht für andere zur Verfügung stellen. Ja. Alle selber brauchen. Ja. Aber sehr spannend. Dass du, und wie ist so die maximale Zuladung? Die ist bei dir auch relativ hoch? Ja, die ist bei dem Rad 165 Kilo. Das ist ja schon eine Menge. Weil viele fragen mich auch in letzter Zeit, wie ist es so, wenn man jetzt selber schon viel Gewicht mitbringt? Ja. Was fährt man dann für Marken? Und die meisten hören ja bei 130 auf. 125 bis 130, ja. Mhm. Und dann ist ja meistens der Knackpunkt auch die Laufräder, Felge. Die Laufräder, genau. Und auch hier, dadurch, dass wir unsere eigenen Laufräder verwenden mit Tune, die auch mehr Speichen haben, wo mehr Wandungen drin sind. Deswegen verwenden wir auch Tune-Felgen, Carbon-Felgen, die halt nochmal leichter sind für den sportiveren Einsatz. Ja. Und unsere eigenen Rennstahl-Parapera-Felgen, die dann auf Bikepacking und auf Zuladung ausgelegt sind. Spannend, ja. Cool, also das wäre dann auch so ein Abenteuerrad, oder würdest du sagen? Genau, also das ist ein Abenteuerrad. Jetzt, wie gesagt, ich habe versucht, das... auch, obwohl es ein Abenteuerrad ist, ästhetisch maximal puristisch zu halten. Punkt 1 bedeutet es, ich habe hier auf Ösen verzichtet, auf zusätzliche Ösen, auf diese Anycage Standards, wo du dann, also hast du hier 64 mm, aber 1, 2, 3 Schrauben statt 2 Schrauben, dass du da spezielle Halter ran machen kannst, will ich nicht. Macht die Optik kaputt und ich habe die Gabel auch auf Dämpfung ausgelegt. Das heißt, in dem unteren Bereich ist die Wandstärke reduziert, damit die Gabel unten auch flexen kann. Krass, und wenn unten Ösen reinkommen, dann müsste ich die Wandstärken wieder stärker machen. Ja, Wahnsinn. Und das war jetzt weniger des Gewichtes wegen, sondern einfach
der Dämpfung wegen. Ja. Und verändert dieses Loch die Eigenschaft der Gabel schon? Ja, du musst, wenn du unten halt bohrst, musst du halt die Wandungen aufrechterhalten. Ja. Wir haben hier eine Wandung von 1,1, die geht unten auf 0,9 zurück und dann musst du halt mit 1,1 mm durchgehend die Wandung belassen. Und das wollte ich eben nicht. Okay. Weil die Dämpfung halt permanent und immanent ist und man aber nicht immer die Ösen nutzt. Deswegen ist der Vorteil der Dämpfung ein Vielfaches höher, als hier zusätzliche Ösen zu haben. Sehr cool, ja. Interessanter Gedanke. Wir haben aber Ösen noch zusätzlich am Unterrohr, damit du da halt auch noch was hinmachen kannst. Ja. Also wie gesagt, ich finde es gut, Taschen, dass du da keine Ösen hast. Die Ösen, die hier ist, um Taschen zu montieren, aber wenn du sie nicht dran hast, dann hast du ständig die Ösen im Sichtfeld. Ich finde die sauhässlich. Ja. Aber egal. Aber viele brauchen sie, wollen sie es, damit sie da Taschen hinmachen können. Ja. Andererseits ist ja das ganze Thema Gravel, das sollte ja leichtes, sportives sein. Und da würde ich sagen, sollte man sich genau überlegen, was man braucht und nur das Nötigste mitnehmen. Ja. Und da überall sich sein Zeugs dahin zu kleistern, ist vielleicht auch ein bisschen an dem Ursprungsgedanken des Gravel-Fahrens verfehlt. Weil das ist eigentlich ein nacktes Rennrad mit ein bisschen... Ja. Tagesgedöns, was man braucht. Also würdest du sagen, so wer jetzt längere Reise macht, der greift dann eher zum Reiserad. Oder halt dann wirklich vernünftiges Gepäckträgersystem vorne hinten, wo anständig große Taschen hingemacht werden. Ansonsten würde ich nur mit dem Gepäckträger hinten arbeiten. Dann kannst du oben dein Zelt oder deinen Schlafsack drauf tun. Links und rechts hast du ausreichend Platz, deine Wäsche, dein Essen und so weiter unterzubringen. Und ich weiß auch nicht, wieso das Essen immer hier vorne untergebracht sein muss. Ja. Das ist wie mein Kleiner im Auto, sobald ich aus der Ausfahrt rausfahre, nach der ersten Kurve kriegt er Hunger. Ja. Zu Hause hat er keinen Hunger, genau. Ja. Dem stecke ich auch immer hinten dann das Essen rein, weil ich genau weiß, nach 3 Minuten hat der Hunger im Auto. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an die Fahrer, die hier... genau, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, Essen im Sichtbereich mitschleppen müssen. Ja. Aber gut, das ist ohne Wertung. Nur ich meine, das passt eigentlich alles hinten rein. Und vor allem der Nachteil ist, wenn man hier ja alles voll macht, dann kannst du es auch nicht mehr schultern, das Rad vernünftig, weil er dann zu ist. Du kommst hier nicht mehr an die Flaschen ran und du kaufst dir eigentlich zu viele Nachteile eigentlich ein. Und ja, und die Taschen allein, also ich finde die Preise für die Taschen sind ja auch enorm. Schon Wahnsinn. Ja, mein, gut. Wenn die Nachfrage gerade so ist, wenn der Trend so ist, würde ich auch so machen. Ja, und jeder gründet eine Taschenfirma gerade. Aber gut. Ja. Aber also wenig Anschraubpunkte, genau, gleichzeitig wenig Anschraub. Aber dein Gepäckträgersystem. Genau, das sollte sein. Ja. Auch die Möglichkeit, ein Schutzblech unterzubringen, sollte auch noch sein. Aber beispielsweise die Ständeaufnahme, die fehlt, wie sie beispielsweise hier noch bei den Prototypen dabei ist, weil ich dann mir gedacht habe, für diesen sportiveren Einsatz, im Gegensatz zu dem CX, der zwar auch sportiv ist, aber eben als Randonneur aufgebaut werden kann und auch zweifach ist, macht hier eigentlich eine Ständeaufnahme keinen Sinn. Cool. Und dieses Rad, das sind wir beim nächsten Punkt, ist einfach. Und dadurch, dass es einfach ist, habe ich die Zugführung mit der Bremsleitung zum Schaltwerk gleich parallel geführt. Das CX hatte ja hier noch die außenliegenden Anschläge, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, außen führen oder nicht. Ich selber bin ja ein Freund von außen geführt, weil es halt maximal wartungsarm ist. Und jetzt halt hier, weil es nur ein Zug ist und im Sinne der Ästhetik, habe ich hier die Anschläge am Steuerrohr weggelassen und ist hier auch noch ein bisschen puristischer geworden. Ja. Dann ein anderer Punkt war auch die Überlegung beim Trail Gravel, da sind jetzt die Meinungen auseinandergegangen, ob das Rad eine versenkbare Sattelstütze haben soll oder nicht. Ja, ich würde sagen, aber es hat keine. Ja, aber es hat keine, warum nicht? Also den Durchmesser habe ich jetzt hier von 34,9 in der Kurve auf 31,8 reduziert, um mit einer 27,2 Sattelstütze arbeiten zu können. Ja. Und da haben wir auch wieder das Thema mit der Dämpfung. Die Dämpfung ist permanent und immanent und die Option einer versenkbaren Sattelstütze kommt nur gelegentlich zum Tragen. Ja. Die Alternative wäre gewesen, das Sitzrohr in 34,9 mm durchgehend laufen zu lassen und dann mit einer Reduzierhülse zu arbeiten. Ach so, weil, die versenkbaren, die Dropper-Post dicker sind. Die haben immer dicker, 34,9. Ja, dann sieht brauchen das wieder anders aus. Ja, das Problem ist dann, dass du dann eine 34,9er Sattelstütze verwenden müsstest und die dämpft überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Die stimmt, ist einfach starr dann. Ja. Könntest du dann da unten dann auch keine Dämpfung rausholen aus der nicht dämpfenden Sattelstütze? Nee, also durch den
Hebel übernimmt sehr viel und den langen Weg der Stütze übernimmt schon einen Großteil der Dämpfung die Stütze neben den Reifen. Ja. Deswegen ist es immer ein Zielkonflikt und wo Licht ist, ist Schatten. Aber kann man nicht auch den oberen Teil aus Carbon bauen? Geht das? Dass man sagt, die, also hier haben wir, das ist der Teil aus Carbon. Ja, dann bräuchtest du eine verjüngende Stütze nach oben. Ja. Ja. Also ich habe hier jetzt halt schon, ich mache es ein bisschen höher, die Stütze. Die ist jetzt halt hier nicht im, im Schraubstock gepresst worden, aber du siehst ja... war länger drin. Halt. Genau. Die läuft hier ein bisschen zusammen, eben des Flexes wegen. Also bei mir hat Komfort ganz klar die Priorität. Ja. Und dieser Zusatznutzen einer versenkbaren Sattelstütze ist schon manchmal da. Und wenn man es hat, sehr gut. Und mein MTB hat es ja auch. Ja. Deswegen bin ich ja nicht per se dagegen, aber es ist mehr Gewicht. Und die Schattenseite dessen ist eben eine sehr harte Sattelstütze. Ja, das stimmt. Auch wenn du keine versenkbare hast. Und ich würde halt dann, auch wie ich es beim MTB gemacht habe, aber da können wir noch ein separates Video irgendwann mal machen, dann zeige ich dir, wie ich das da gelöst habe, einen eigenen Einlass quasi habe ich dann da hier, sodass auch die Leitung komplett innen gelegt ist. Man sieht nichts, also von der Ästhetik her, oder auch hier, da habe ich es ja auch noch so gemacht. Ja, deswegen dachte ich eigentlich auch, dass du unbedingt auch auf der Dropper-Post setzt. Aber es ist natürlich spannend, dass du da sagst, Komfort ist ja wichtiger. Ich glaube auch, dass es da, dass es ein gutes Argument ist. Komfort ist King. Ja. Naja, das sind so zitierfähige Sprüche. Nee, also Komfort ist King. Also Dr. Andreas Kirschner sagt, Komfort ist King. Das ist, also wir haben keine Dropper-Post. Ja, gut. Das Rad soll ja auf lange Strecken ausgelegt sein und dann... Aber du hast jetzt hier prägnant einen kurzen Vorbau. Ja, genau. Also ich habe hier in der Geometrie schon was angepasst. Also Punkt 1. Ja. Auch hier wieder wie beim MTB, selbe Philosophie. Der Sitzwinkel ist ein bisschen steiler geworden. Ja. Einfach um den Fahrer noch mehr übers Tretlager zu bringen und ein bisschen das Rad ein bisschen aggressiver zu machen. Ja, im Vergleich jetzt zu was? Ja, im Vergleich zum CX beispielsweise. Das Aristos Trail hat einen aber da steht jetzt auch CX. Ist ja, aber es ist ein Prototyp. Ich wusste noch nicht, wie er heißen wird, wie ich ihn abkürzen soll. Und? Ja, ich sagte T oder TR oder... Aber es heißt dann einfach Aristos Trail. Ja, ja, ist und auch das, schön. Der Prototyp, den habe ich jetzt noch CX genannt, mangels, Ja, aber okay, Aristos Trail heißt dann das Neue. Mhm. Das ist das heißt, das ist jetzt, Trail. Das ist jetzt der Prototyp, der dann auch so in Serie im Herbst dann... Genau, wo ich gesagt habe, der erste ist jetzt schon eigentlich serienreif. Ja. Ja, das waren natürlich auch Überlegungen mit der Dropper-Post, ob das jetzt in die Serie gehen soll oder nicht. Und naja. Aber ihr könnt ihr vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Dropper-Posts haltet und ob Andreas irgendwann mal einen Trail-Gravel machen soll mit einer Dropper-Post. Das wäre kein Problem, wie gesagt. Ja. Aber ich glaube, dass du es könntest. Aber wäre für euch der Komfort wichtiger oder wäre für euch der Vorzug von der Dropper-Post wichtiger? Ja. Würde mich auch interessieren und ich glaube, Andreas, dich wahrscheinlich auch. Ja. Zurück zum Ich bin Rad. Da jetzt ein Stück weit tatsächlich von mir ausgegangen. Ja, ja. Ja. Es ist ja auch meistens so, dass man dadurch auch gute Sachen baut, wenn man sagt, man schaut auf seinen eigenen Radar. Ja. Ja. Aber für mich hat ein Dropper-Post einfach krass viele Vorzüge, die ich... Hat sie definitiv, Felix. Und das ist ja auch Komfort, wenn du leicht ab- und aufsteigen kannst im schwierigen Gelände mit Taschen. Es ist Komfort, wenn du im schwierigen Gelände die Sattelstütze, Sicherheitskomfort runterfahren kannst. Aber dann ist natürlich die Abwägung, ob das Rad für dieses Gelände schon noch das prädestinierte Rad ist oder ob wir dann schon so weit in dem Thema Gelände drin sind, dass vielleicht das MTB für den Einsatz, wo dann versenkbar Sinn macht, das bessere Rad wäre und du die Sattelstütze eigentlich 80% nicht nutzt und 20% schon nutzt. Und das ist immer so eine Abwägung zwischen Nutzen. Könntest du es bei dem Carbonrad nicht so machen, dass da über die Sattelstreben vor allem, die Sitzstreben, Komfort, dass da der Komfort herkommt und du dann eine Dropper-Post hast? Aber du kannst es ja auch dann konsequenterweise so denken, ich hole den Komfort nicht nur über die bereits optimierten Sattelstreben raus, sondern zusätzlich noch über die Sattelstütze. Ja, also, ja klar, also aber, man merkt schon, also ich finde auch, wenn man einmal eine Carbon-Sattelstütze gefahren ist, möchte man keine Alu-Sattelstütze mehr fahren. Ja, definitiv. Das ist ein Riesenunterschied und macht auch extrem Spaß. So wie bei Laufrädern. Wenn du einmal Carbon-Laufräder hast, tust du dir keine Aluminium-Laufräder mehr drauf. Ja. Ja.
Aber finde ich jetzt gar nicht so prägnant wie bei der Sattelstütze, ja, weil das merkst du halt sofort beim Sitzen schon. Ja. Also das ist einfach ein Riesenunterschied Tag und Nacht. Aber so ist es halt auch beim Mountainbike, wenn du einmal eine Dropper-Post hattest, dann möchtest du auch keine. Beim Mountainbike gebe ich dir 1000% recht. Das ist natürlich auch ein schwieriger Konflikt, den du da mit dir ausführen musst. Ja. Und das andere ist natürlich, wo bringst du den Shifter unter? Ja. Ja. Also es gibt unterschiedliche Shifter. Bei dem Rad habe ich es jetzt seitlich untergebracht, richtig, Felix? Da kommst du einigermaßen ran. Aber andererseits habe ich mir auch überlegt, wenn du schwieriges Gelände bergab fährst, fährst du eher Untergriffposition oder fährst du eher Oberlenker? Also ich fahre meistens Oberlenker, wenn ich mit der GRX fahre, wenn ich mit anderen Schaltgruppen fahre, fahre ich immer Unterlenker. Okay, weil diese Verstellbarkeit des Shifters ist meistens nur erreichbar aus der Unterlenkerposition. Und bei der GRX habe ich es mal gehabt. Ja, da ist im Hebel drin. Genau. Die haben sich, das hat Shimano sehr klug gemacht und sich patentieren lassen und das funktioniert hervorragend. Ach, das können die anderen gar nicht kopieren. Das ist natürlich blöd. Ja, also das ist ein Vorzug der GRX. Ja. Nutzt nur nichts, wenn Shimano nicht lieferbar ist. Gut, aber sei es drum. Also, jetzt hier zu dem Rad. Steilerer Sitzwinkel. Wozu führt er das ganze Rad, auch im Radstand, samt Fahrer wird nach vorne geschoben. Der Schwerpunkt ist mehr über ein Tretlager. Und das Oberrohr beginnt quasi weiter vorne. Und dadurch, dass es weiter vorne beginnt, bei selber Länge wandert unweigerlich durch einen steileren Sitzwinkel auch das Steuerrohr nach vorne. Und das war hier schon so ein bisschen Sinn und Zweck des Rades, den Radstand ein bisschen zu vergrößern. Warum? Bei dem CX oder auch bei den Rennrädern ist es natürlich so, das liegt in der Natur der Sache, Rennräder oder Gravelräder haben ein kürzeres Oberrohr, weil du hast ja noch die Vorgriffsposition. Mhm. Diese Vorgriffsposition macht ja nochmal gute 6-7 Zentimeter aus. Und im Vergleich zum Trekkingrad oder auch zum MTB muss das Oberrohr ist es in der Regel 6 Zentimeter kürzer, von Haus aus so kürzer. Viel. Krass, ja, im Vergleich zum Reiserad. Ja. Und damit, weil sonst würde ja der Fahrer überstreckt sein, wenn du auf einem Mountainbike, auf eine Mountainbike-Geometrie, was auf einen geraden Lenker ausgelegt ist, du den Fahrer zwingen würdest, eine Rennradlenkerposition einzunehmen. Der würde dann 6-7 Zentimeter zu weit nach vorne greifen müssen. Und der Ausgleich findet eben statt durch ein kürzeres Oberrohr. Mhm. Dadurch, dass das Steuerrohr aber dann kürzer ist und das gesamte Rad näher rankommt, ist es natürlich so, dass natürlich bei kleineren Größen immer, das liegt in der Natur der Sache, die Zehenfreiheit zum Reifen abnimmt. Ja. Und die nimmt umso stärker ab, je größer der Reifen ist. Das heißt, je hast du einen größeren Reifen, desto markanter ist dieses Thema. Mhm. Insofern ist es wichtig, dann im Trail Gravel, wo, wie der Name schon sagt, du auch enge Passagen, winklige Passagen fährst, du hier ausreichend Manövrierfreiheit auch mit dem Lenker beibehältst. Beim Rennrad hast du diese Einschläge nicht so. Beim Gravel hast du in der Regel ist ein schnelleres Rad auch diese Einschläge nicht so. Da kommt es nicht zu dieser Konflikt, zu diesem Konfliktpotenzial. Ja. Vielleicht also ganz selten mal. Aber bei dem Renn-Gravelrad war es schon so, dass die Fußspitze vorne am Lenker, am Reifen geschliffen hat. Wenn man im Stehen gelenkt hat, war beim Fahren natürlich dann kein Problem. Ja. Und das ist jetzt hier dann nicht mehr so. Nicht mehr so. Bewusst zwar, geachtet. Genau, weil du ja mit dem Trail Gravel schwierigere Passagen auch langsamer fahren musst und dann auch dann stärker einschlägst, um auszubalancieren. Ja. Und da darf es natürlich nicht zu diesem Konflikt kommen. Ja. Aber sonst, wie gesagt, bei Rennrädern ist dem so, bei Gravelrädern ist dem auch oft so. Ja. Und wenn es dem so nicht ist, dann ist das Oberrohr halt ein bisschen länger gezogen, um quasi das Vorderrad aus der Konfliktzone zu nehmen. Mhm. Und Ähnliches haben wir hier gemacht. Wir haben jetzt nicht nur den Winkelsteiler gemacht, sondern wir haben auch hier trotzdem, obwohl das Oberrohr quasi ohnehin das Steuerrohr weiter nach vorne schiebt, das Oberrohr auch länger gemacht. Mhm. Das heißt, der Radstand ist jetzt schon einmal durch zwei Faktoren länger geworden. Einmal steilerer Sitzwinkel, zweiter Faktor längeres Oberrohr und dritter Faktor flacherer Lenkwinkel. So, damit jetzt aber der Fahrer durch das längere Oberrohr nicht zu sehr überstreckt ist, ist hier auch ein kürzerer Vorbau drauf. Du siehst, hier ist ein sehr kurzer Vorbau drauf und das soll den Fahrer wieder in eine normale Position, Sitzposition bringen, die er nicht überstreckt ist. Beim Trail Gravel schon eher aufrechter ist. Auch aufrechter ist, so ist es. Und was auch wichtig ist, durch diesen flacheren
Lenkwinkel, dadurch, dass du die Gabel nach vorne bringst, ja. Du hast, normalerweise hast du irgendwo so 71 Grad, ja. Jetzt haben wir hier 69 Grad, das sind also 2 Grad flacher, geht es auch nochmal ungefähr 1,5 Zentimeter nach vorne, wow. Und bringst auch das Rad aus der Konfliktzone. Das sieht auch prägnant aus, ja. Also es fällt auch auf. Ja, es fällt, gerade wenn es am Boden ist, du wirst es sehen, es fällt auf, dass die Gabel weiter nach vorne geht. Wie viel länger ist jetzt der Radstand im Vergleich jetzt zu dem Speed Gravel? Das sind ungefähr so zum Speed Gravel, also das ist auch noch die Kettenschraube. Du musst es mit dem CX vergleichen, da sind es um die 4 cm, 3 cm. So viel? Und, ja, 3 cm. Das merkt man durchs Oberrohr, durch den flacheren Winkel und durch das steilere, den steilen Sitzwinkel. 3 cm, das merkt man dann an der Agilität, also ja, ist wahrscheinlich dann nicht so agil, oder? Genau, es ist nicht so agil, kann ja nicht so agil sein, aber es ist immer noch extrem agil durch 2 Faktoren. Aha. Einmal durch den kurzen Vorbau, denn je näher du an den Drehpunkt rankommst, desto direkter wird eine Lenkung und desto sensibler wird sie auch wieder. Das heißt, du kannst diesen flacheren Lenkwinkel kompensieren durch einen kürzeren Vorbau und holst dir, also nicht nur die, bringst nicht nur den Fahrer in die richtige Sitzposition, sondern auch die Sensibilität der Lenkung wird dadurch verfeinert. Ach, krass, das heißt, man sollte jetzt da nicht unbedingt selber an dem Vorbau rumschrauben. Ja, also die Rahmengrößen sind halt empfohlen für gewisse Vorbaulängen. Ja. Ja, sonst aber müsste halt der Fahrer tendenziell lieber einen größeren Rahmen nehmen und den dann auch entsprechend wieder mit einem kürzeren Vorbau fahren. Aha. Und das ist schon, wie beim MTB auch. Da gibt es dieselbe Philosophie fürs, nicht Trail Gravel, sondern fürs Trail MTB. Ja, Und was du hier jetzt auch siehst, ist das gebogene Sitzrohr. Mhm. Eben damit der Radstand durch die dickeren Reifen auch hinten nicht zu groß wird, habe ich zumindest darauf geachtet, dass die Kettenstrebenlänge identisch ist wie beim CX. Mhm. Und das ist insofern gelungen, als dass wir das Sitzrohr gebogen gemacht haben und damit quasi den Bauraum wieder geschaffen haben, das Rad näher nach vorne zu bringen. Ja. Und eigentlich bin ich, wie gesagt, kein Freund von gebogenen Rohren, weil das immer so ein Stück weit, also wie soll ich sagen, mein Ästhetikempfinden ein bisschen verletzt. Mhm. Denn die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten ist immer eine Gerade. Ja, ja. Und die Gerade ist nicht nur die leichteste, sondern auch die steilste Verbindung. Ja. So. Und dieses Prinzip gerader Linien ist jetzt hier gleich, in dem Fall bei der S-Größe, gleich 3-mal durchbrochen. Einmal beim Sitzrohr, einmal hier bei der Kettenstrebe. Ja. Und dann natürlich hinten noch einmal um die Sattelstrebe, um den Bremssattel zu führen. Mhm. Ja. Aber auch hier habe ich schon ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, dass es dann trotzdem noch steif ist. Weil du siehst, die Strebe geht hinten in so ein abgerundetes Vierkantprofil über und ist auch in einem maximal breiten Abschluss zum Ausfallende. Ja. Und dann ist so ein geschmiedetes Teil wieder. Und das ist wieder ein geschmiedetes Teil, richtig, links wie rechts. Ja. Und dadurch, dass dieser Versatz nach unten ist, habe ich hier auch bei dem Einfachantrieb genug Freiheit, dass hier nichts an die Kettenstrebe schlägt, zum einen, zum anderen auch von den kleinen Gängen her und zum anderen habe ich hier auch die Möglichkeit, dass die Leitung, und das geht ja normalerweise nicht, wenn das Rohr direkt am Ausfallende anschließt, dass die Schaltleitung ganz hinten am Ausfallende rauskommt. Ja. Weil sonst wäre ja dieses Rohr hier anknüpfend und da müsste ich vorne irgendwo rauskommen. Mhm. Und so kann ich das Loch direkt aus der Schweißbohrung rauskommen lassen, ohne dass ich zusätzlich ein Loch benötige, um das Kabel wieder rauszuführen. Wie fällt dir sowas ein? Macht dir das erstmal ein paar schlaflose Nächte oder, ist das sofort intuitiv, wenn du an sowas wir machen das ja jetzt schon über 15 Jahre und genau. Also es klingt so schlüssig, wenn du es erzählst, aber es klingt auch so, als müsste man sich da echt viele Gedanken machen. Also um ehrlich zu sein, Felix, auch das, vielleicht darf ich das jetzt hier, sollte ich das öffentlich nicht so sagen, aber die ersten Räder, die allerersten Räder, die würde ich am liebsten wieder vom Markt einsammeln, weil da einfach im Vergleich zu jetzt, also wie gesagt, das sind Erfahrungen. Da sind halt viele solche Sachen nicht berücksichtigt worden. Gut, da war ein Anspruch, auch ein anderer, auch vom Kunden war der Anspruch ein anderer, aber da liegen ja jetzt schon Dimensionen dazwischen. Mhm. Das ist ja umso spannender, dass du jetzt auch sagst, deine Geometrien sind jetzt ausgereift. Ja, seit bestimmt 2-3 Jahren, wo ich sage, dann fummel ich jetzt nicht mehr rum. Ja, es ist wie wenn wenn ein Künstler seinen Stil gefunden hat und dabei bleibt er. Ja, Der Da Vinci malt jetzt keine Kirchen mehr, sondern macht irgendwas anderes. Ja. Also das,
Das ist ja schon bezeichnend, wenn du sagst, jetzt passt's. Also es passt. Also, ja. Also alle Räder, würde ich sagen, die so seit 2016 auf den Markt gekommen sind, 17, die sind ausgereift. Also ja. da gibt es keine Veränderungen. Jede Veränderung wäre bestenfalls eine Verschlimmbesserung. Spannend, ja. Ja. Und deswegen bleibt es so. Und deswegen meine ich ja auch, dass diese Technologie, diese herkömmliche, nicht nur von der Optik her, auch von der Verarbeitung her, eine so dermaßen ausgereifte Technologie ist, dass es ja schon tollkühn und wahnsinnig wäre, quasi nur noch 3D-Drucke zu machen. Ja. Das ist schade drum, ja. Und ich für mich habe jetzt halt auch noch nicht. Also für mich gesprochen, ja. Gut, vielleicht, weil ich Vater aller Modelle bin und irgendwo, wie man halt seine Kinder alle gleich lieb hat. weißt du, wie ich meine? Also ich für mich, ja, ich wüsste jetzt halt auch nicht, welches das Rad wäre, würde die Welt untergehen. Ja. Und ich dürfte nur ein Rad mit auf die Arche Noah nehmen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, welches ich mitnehme. Ja. Ja, ob jetzt 3D gedruckt oder Stahl, Carbon. Also ich wüsste nur, es wäre ein Gravelrad. Das ist das Einzige, was ich wüsste. Ja, weil es einfach das vielseitigste Rad ist. Ja. Und in der Vielseitigkeit auch das schnellste Rad und praktikabelste und auch alltagtauglichste Rad ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob Speed Gravel oder normales Gravel. Ich wüsste nicht, ob 3D. Also eigentlich denke ich mir manchmal irgendwie, ja, weiß ich gar nichts. Aber ich glaube auch. Je mehr du machst, desto näher kommst du ja, oder das ist ja ist vielleicht auch schon so das bestmögliche Rad, das man momentan einfach herstellen kann. Ja, also wie gesagt, das wird es ja auch im 3D-Druck dann geben. Ja. Ob der 3D-Druck dann besser ist wie der, ich kann es nicht sagen. Das muss dann der Kunde, ist eine zusätzliche Option für den Kunden. Ja. Ob ihm das besser gefällt, ob ihn das Technische mehr anspricht, ob ihn das Handwerkliche, das Traditionelle mehr anspricht. Und es ist ja nicht so, dass das hier einfache Rohre sind. Du siehst ja, die laufen ja alle konisch auseinander. Ja, ja, ja. Bei allen Rohren ist darauf geachtet worden, wie die Querschnitte an den Knotenpunkten sind, damit sich Schweißnähte eben nicht gegenseitig berühren und gegenseitig beeinträchtigen. Du wirst nirgendwo anders so eine Rohrsätze finden, die aus dem Hochoval in ein Queroval übergehen und von einem Queroval in ein Vierkantprofil übergehen, wo Rohre auf Ausfallenden treffen, die hier auf einen Millimeter genau, siehst du es hier, die Schweißnähte, auf den Kragen aufgesetzt ist. Also das hat schon auch was. Weißt du, ich meine, Wahnsinn, das ist jetzt nicht schlechter wie ein 3D-Druck. Ja. Das und ist auch insofern, in der Entwicklung ja krass, oder? Dass du da halt wirklich auf den Millimeter also denken musst, dass du die Schweißnaht mit bedenkst. Ja, Schweißnaht hat 5 mm, diese 5 mm müssen außen einmal drumherum. Ja. Wie dazu ist das mit der Varianz? Also gibt es da eine Varianz zwischen Schweißen? Ja, beim Schweißen nicht. Wenn du, wie gesagt, die Geschwindigkeit einhältst, dann sind die Schuppen immer gleich breit und immer gleich geschuppt eben. Ja. Und es ist ja auch so, dass die Rahmen nach dem Schweißen ja geprüft werden, ob ein Schweißverzug stattgefunden hat. Und ist nie der Fall bei den Rädern. Ja. Ist nie der Fall. Jetzt frage ich mich ja schon gerade, Falkenjagd gibt es ja schon eine lange Zeit. Mhm. Warum gibt es jetzt erst ein Trail Gravel? Ja, weil es ein sehr spezielles Rad ist. Also das Rad, was in der Mitte steht, was sozusagen beides kann, Trail und auch schnell, vielleicht nicht jeweils so gut wie die jeweils spezialisierten Räder darauf, ist ja das Aristos CX gewesen, der Allrounder, wenn man so möchte. Dann, ja. Und nach dem Allrounder, das ist der goldene Mittelweg, ist natürlich die Nachfrage generell am größten. Und das ist jetzt so, wie wir dann mit dem Allrounder angefangen haben, haben wir dann das Speed Gravel gemacht als Schulterschluss zum Rennrad, haben wir das Roll-Off Gravel gemacht, eben als Schulterschluss zum Reiserad, Alltagsrad, also auch auf Basis des Aristos CX und jetzt als letztes eben das Trail Gravel für noch mehr Offroad-Einsatz als Schulterschluss zum MTB. Aber jetzt ist tatsächlich innerhalb dieses Segments Gravel alles jedes abgedeckt. Spektrum, jedes Zwischensegment tatsächlich abgedeckt. Ja. Also auch wenn ich jetzt wieder meine alte Leier sage, ich bin fertig, es kommt nächstes Jahr eigentlich dann nichts Neues mehr. Gibt es kein Neuheiten-Video mehr. Aber eigentlich fehlt ja jetzt noch, wenn man das jetzt so konsequent durchhat, da fehlt dann noch ein Parapera in der Linie. Ja. Kommt das noch? Ja, das wird noch kommen. Ja, schau. Aber gut, das ist jetzt in meinem Kopf schon drin, deswegen ist es für mich keine Neuheit. Ach so. Ja.
Ja, da freue ich mich nämlich auch drauf, auf die Parapera dann. Aber das spannend. Hast du noch was zu dem Rad oder sollen wir hier? Ja, also wie gesagt, das Rad hier kann auch Lichtaufnahme machen. Mhm. Also das konnte der Stahl nicht. Das war jetzt rein sportiv, aber Titan eben noch mehr Alltagstauglichkeit, deswegen auch noch Licht. Und der letzte Punkt ist, dass hier das Trail Gravel in Abgrenzung zu dem CX ausschließlich eben auf einfach ausgelegt ist. Mhm. Genau. Ja. Und deswegen auch ein anderes Ausfallende hat für die höheren Spannkräfte des Schaltwerks von dem EK-Schaltwerk. Mhm. Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja, wir werden es fahren und berichten. Das ist. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel Hirnschmalz in deine Fahrräder reinfließen. Und ich frage mich schon, ob das bei anderen Marken auch manchmal. Bestimmt, bei den Großen auf alle Fälle. Da sind es vielleicht ein paar mehr Leute. Ja. Aber es ist echt faszinierend. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, ich hoffe, es war interessant für dich. Ja, und mega. Vielleicht für euch auch. Ja, wer bis jetzt zuschaut, Nerd. aber vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Andreas, für deine Zeit. Gerne, Felix. Und gerne, Felix. Wir testen es jetzt. Ja. Also gerne das nächste Video in ein paar Wochen. Tschüss, macht's gut.